Moin, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir die Smaragd-Eule von Forest Blackberry geklaut. Ja, nicht ganz so richtig, aber wir waren in seinem Tresor und haben seine Matrix-Zwillingshand lange besiegt. Aber Vinny hat Probleme bekommen, deswegen hat Moan zergecheckt und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken, wie wir helfen können. Wir sind bei der Papalaudos Eisfabrik, das heißt, vielleicht kriegen wir ein gratis Eis. Mal gucken, was wir das abbekommen und darum ist ein Schwein. Wieso ist da mein Schwein? Aber das ist jetzt mal nebensächlich. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein und gehen rein. Hauen wir rein und gehen rein. Das ist ja fast dasselbe. Wir können hier wieder Parkour-Skills beweisen als Superpolizist. Aber wäre schon nice. Vielleicht kriegen wir zum diesmal eine Belohnung. Und zwar ein Eis. So, zack, da unten liegt aber auch Pizza, alte Pizza. Sieht aber noch sehr lecker aus. Aber nein, das ist jetzt egal. So, also wir haben hier einmal da unten müssen wir rein. Gibt es hier vielleicht noch was Interessantes? Ja, hier. Das können wir einmal aufmachen. Zack. Mit unseren schönen neuen Kräften. Dann kommen wir wahrscheinlich hier rauf fürs Schwein, oder? Ja, hier kommen wir rauf fürs Schwein. Aber das ist ja egal. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Aber doch, hier vorne. Ich habe ja mir im letzten Part... Nein, Spaß. Ich habe mir ausgegeben tatsächlich ein bisschen TNT besorgt. Mal gucken, falls noch irgendwas passieren sollte. Können wir erstmal reingehen. Vielleicht gibt es... Oh, einen 10.000er-Stein. War das ein 10.000er-Stein? Und wir kommen hier runter. Hier unten leuchtet auch irgendwas. Was kriegen wir denn hier? Oh, einen roten Stein. Wenn ich weiß, was die roten Steine sind, die bringen uns ein paar Vorteile. Also es sah aus wie ein roter Stein. Vielleicht war es... Ne, es war ein Megastein. Okay, dann meint, es war ein Megastein. Aber wir sollten nicht mehr so viel rumlabern. Ich würde sagen, gehen wir rein und helfen Vinny. So, zack. Machen die da drin? Ihr macht einen schweren Fehler, wenn Rex rausfindet, dass ihr... Hahaha, wer glaubst du hat uns geschickt? Was? Warum hat... Oh, sorry, wie war das? Ich höre dich nicht. Ups, hab den Griff abgebrochen. Ich sagte... Warum? Ich muss Vinny da rausholen. Na, Vinny, was haben Sie mit dem was haben Sie denn angetan? Und was machen Sie da mit dem schönen Papalaudos? Erstmal die Musik, oh mein Gott, was eine schöne. Wirklich, also das ist bisher. Also ich habe ja letztes Mal gesagt, die Musik war nice, aber oh, diese Musik hier, sizilianisch oder italienisch, ich weiß nicht, wie man es nennt. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich was falsch sage, aber oh mein Gott, wie schön. Können wir auch gleich direkt hier aufbrechen. Meine Erkältung kickt noch ein bisschen mit rein. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für die Videos. Ich hoffe mal, ich schaffe es, die Schnaufe und Säufer oder wie dann Säuzer rauszulassen. Nicht Säufer, Säuzer rauszulassen aus dem Video. Und was sind da für Gegner? Was ist das für eine schöne Musik? Also mega, also wirklich. Wer von euch fühlt auch diese Musik mega in den Kommentaren? Bitte, also wirklich, das ist bisher die schönste Musik. Wenn ich das jetzt kaputt mache, habe ich die Musik weg? Kann ich das nicht kaputt machen? Oh, den können wir erfärben. Alte. Hinter dem Umhang. Ist ja auch noch mal was? Schade. So. Ja. Na, ihr könnt ja so oder so nix. Ihr seid irgendwelche sinnlosen. Nein, können wir nicht befreien. Ist hier irgendwas vielleicht schon mal? Ah, da. Zack, hier können wir schon mal was aufmachen. Ah, Teile. 2 von 3. Ich muss die Verriegelung aufbrechen, um Vinny rauszubekommen. Ach man, die können ja wieder alle nix. Aber diese Musik, ich weiß, ich habe das jetzt schon 3, 4 Mal gesagt, aber diese Musik. Und wieso fressen die das ganze Eis hier leer? Ich meine, essen natürlich, aber die essen einfach das ganze Eis hier leer. Das ist durch euers. Haben eure Eltern euch nichts beigebracht? Ihr dieberischen Gauner. Muss ich das hier vielleicht runterholen? Ja. Oh, der arme Vinny. Oh nein. Der arme. Also haben jetzt nicht nur ich, Deffer, Vinny als Feind, sondern auch Rex. Und wir haben Vinny freigeschaltet, nice.
Du kannst reinkommen durch einen Geheimgang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Bestimmt, weil wir bei Forrest eingebrochen sind, kann ich mir vorstellen. Vielleicht, oh mein Gott. Ist meine Theorie wahr? Hängen die beiden unter einer Decke, Forrest und Rex? Ach nee, vielleicht lüge ich nur. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel du dafür bezahlen musstest und tut mir leid für deine Mutter und dich. Wir können nicht rüberkommen. Hier sieht man auch wieder Lego und Real Life zusammen vermischt. Sehr, sehr schön. Ich glaube, mit Lego wird die Atmosphäre nicht so schön sein in diesem Spiel. Ich glaube, das ist tatsächlich ein essentieller Punkt. Da oben sind wieder ein paar Gegner, die wir verdreschen können. Kann die Musik eigentlich so bleiben? Kann man sich die eigentlich downloaden hier irgendwie drinne, dass man die jetzt immer nur hat? Oh, eine Treppe. Oh, und für uns wird sogar der Weg geöffnet. Nehmen wir mal das Gauner-Outfit. Du hast normal. Aber vorher würde ich sagen, zerdreschen wir nochmal ein bisschen Winnies Einrichtung. Braucht er ja gar nicht mehr. Kommen wir hier hinter. Oh. Ja. Okay. Ah, oh mein Gott. Da, so viele Coins. Und dennoch eine Marke dazu? Ah, wieder ein Ball. Aber wenn jetzt Schlafenszeit ist, warum liege ich dann nicht? Oh ne, hier komme ich jetzt nicht rüber. Okay. Ja, ich kann damit alles kaputt machen. Brauche ich einen Farbwechsel irgendwie? Aber Gegner kann ich damit tatsächlich nicht überrollen, schade. Zack. Aber ich muss sagen, die Musik nimmt tatsächlich den Kämpfen ein bisschen die Laune, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir können das alles zerlegen, das macht mega Spaß. 1 von 4, okay. Das müssen wir wohl zusammenbauen, das ist wohl wichtig. Aber ich frage mich immer noch, was bringen die 4 Marken? Hat jemand von euch eine Lösung vielleicht, was das bringt? Und es ist doch wichtig, alles zu zerstören. Augenscheinlich. Und hier müssen wir wieder unsere verschiedenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ist heute mal wohl ein bisschen wie der Expertenclub hier angesagt. Ups, ich komme nicht zurück, auch Mann. Ich war noch nicht fertig. Ich wollte die 100% wieder machen. Diesmal schaffe ich es nicht, auch Mann. Das passiert, wenn man zuvor eigentlich lang geht. Ich muss ja nicht zerstören. Das bringt eine Marke, wirklich das bringt eine Marke. Da haben wir einen Double Kill gemacht. Na gut, nicht Kill, aber ihr wisst, was ich meine. Also hoffe ich. Aber das ist echt ein schönes Restaurant. Aber ich finde es immer noch schade, ich bin aber gerade zu weit vorgeskippt. Ich hätte easy die Mission hier machen können. Och Mann. Ich hätte easy zum ersten Mal die 4 Marken vielleicht machen können. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der einfachsten Level. Könnte ich mir vorstellen. So, zack. Was haben wir denn hier? Da kommen wir doch wieder zurück, weil hier ist der Farbwechsel, oder? Ja, das würde Sinn ergeben, wenn wir damit zurückkommen würden. Wir haben hier die rote Farbe. Hm. Aber wo hätten wir denn die andere Farbe herbekommen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu zerstören? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die kleinen hier Nebenmissionen. Oder Hauptmission, ich weiß nicht. Wir haben den Truck, den Iron Bag, freigeschaltet. Das erinnert mich tatsächlich an Ironhide aus Transformers. Und das ist wahrscheinlich der Schrank, wo wir ran müssen, aber. Kommen wir noch irgendwo hin? Nö, okay. So. Zufällig führt es zum Schrank. Wahrscheinlich da der Schlüssel? Ja. Und da wollen wir noch nicht hin. Hier war ja auch noch... wir hätten auch von hier aus hingehen können. Ach so, okay. Oder? Doch. Kann man noch sein. Den Chatsätze können wir nicht zerstören. Und ich finde auch schön, dass keine Musik gekoppelt hat. Das heißt, ich kann alles im Video drin lassen.
Bauerträger, zufällig. Ist das ein Eis? Das letzte Eis, was wir vielleicht brauchen? Wow, Winnie mag Eiscreme wirklich sehr. Verstehe ich auch, kann ich nicht verübeln, aber ich muss sagen, was findet ihr besser? Softeis? Mögt ihr eher Softeis oder normale Eiscreme? Was würdet ihr sagen aus eurer Sicht? Softeis oder normale Eiscreme? Ah, der Schlüssel. Also ich würde tatsächlich sagen, aus meiner Sicht Softeis. Auch wenn es echt leckere Sachen gibt, wie zum Beispiel Ben & Jerry's, aber... Zum Beispiel Vanille-Schoko mit Karamell drin, Füllung, oh, bestes Eis, aber... Nee, so ein Softeis, so ein altes DDR-Softeis ist auch, glaube ich, schon sehr lecker. Wer es nicht kennt, müsst ihr ruhig mal austesten. Kann man einfach nochmal weiterentwickeln. Kostet manchmal ein bisschen was, aber... Genuss hat ja seinen Wert und kostet ja auch manchmal was. Würde ich nicht, also ich finde echt das hier sehr schön so gemacht. Wen haben wir denn hier? Wie bist du hier reingekommen? Ja, durch die Tür. Uns kannst du nichts anhaben. Eine schöne Fabrik. Fabrik. Ja, ich sollte die Klappern. Wenn du ein Eis willst, dann vergiss es. Dieser Laden ist dicht. Für immer. Schade. Für immer würde ich jetzt nicht sagen. Ich erkenne dich auch mit Karton, das ist dir klar, oder? Hey, das gilt nicht. Hey, damit können wir betrügen, geil. Ich bin nicht hier. Nicht meine Karton. Steht da nicht rum. Schnappt ihn euch. Ach nein, der despawnt direkt. Ey, guck mal, wie auf dem Fließband werden sie. Oh. Was habe ich gerade mit dem Typen gemacht? Es tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht zurück in die Lego-Verpackung schicken, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Oh Gott, der Arme. Haltet ihn auf! Oh, mach mal langsam da unten. Puh. Weg mit dir. Ihr seid zu nix zu gebrauchen. Ich sollte mal besser aufpassen. Ich nehme also jetzt aber noch mal eins mit. Als ob es jetzt nicht gibt, ist es zu kalt für dich oder was? Ah, nee. Hä, was war das für eine Animation? Ach so. Hä, okay. Brauchen wir also nichts mehr? Irgendwie brauchen wir nichts mehr davon. Die Hüften. Habt ihr auch noch Sahne dazu? Oh Mann. Wie geil. Ey, das ist bisher das beste Level gewesen. Wirklich, können wir nochmal sowas machen? Ach man, schade, leider nicht 100%. Aber warum nicht? Aber ja, dann schieben wir das hier mal rein. Aber warum brauchen wir nichts? Okay, jetzt gehst du mir langsam auf die Nerven. Ja, dann geh mich doch angreifen, du Pussy. Sorry wegen dem Wort, wegen der Wortwahl, aber das muss es mit sein. Der Typ regt mich auf. Das ist deine letzte Chance. Und da war einmal der Schnopfer oder der. Sei es der. I don't know, wie man es nennt. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, genau. Denk. Bisher war das alles hier nämlich noch lustig. Das ja, Bro, hör auf so viel rumzuschnacken und lass mal lieber ein bisschen Eis machen. Hat sich nicht so gereimt. Tut mir leid, dass die Begrüßung okay. Frostig ausgefallen ist. Du bist ja ein richtig lustiger Witzbold. Ich sehe nicht mehr. Oh, ich bin auf Dornensäule. Warte, da gibt es eins der Teile. Ja, hier ist noch zwei. Da oben ist Nummer drei. Bevor wir es vergessen, nehmen wir das mal schnell mit. Let's go, 3 von 4. Mann, hätte ich das vorhin kaputt gemacht, hätten wir 4 von 4. Ah, warte, hier oben ist noch ein Coin. Mann, ich vergesse immer, da festzuhalten. Nee, ich möchte Eis haben. So ein schönes Schoko-Vanille-Soft-Eis. Vielleicht auch oder mit Schokosoße drauf und noch ein paar Streusel.
Boah, oder so ein Zimt-Eis. Bei uns gibt es auch sowas mit Zimt drauf. Das war lecker, habe ich lange nicht mehr gegessen. War ein bisschen teuer damals. Oder ist heute teuer, ich weiß nicht mehr. Ich war so lange nicht mehr da. Na doch, doch, doch. Doch, doch. Letztes Jahr, doch. Oh, also letztes Schuljahr, doch. Knapp vergessen. Was passiert, wenn man alt wird oder krank ist? I don't know. Oh Mensch, kriegt ihr Typen denn überhaupt nichts auf die Reihe? Boah. Was zum... Au, das tat weh. Ah! Hey, holt mich aus dem Ding hier raus, sonst... Sonst was? Warum hat Rex euch geschickt? Ich verrate dir kein Wort. Lass mal, Vinny. Ich weiß, wie wir ihn zum Reden bringen. Und noch ein für Mutti. Oh, oh ja, das schmeckt so gut. Oh, au, au. Der Hirnfrost. Hier kommt das Flugzeug. Nein, stopp! Na gut, was wollt ihr hören? Wo ist Rex? Ich weiß nicht, das ist die Wahrheit. Aber ich kann euch sagen, wie ihr an ihn rankommt. Ich soll heute Nacht was für ihn auf der Baustelle bei Paradise Sands erledigen. Du könntest dich für mich ausgeben. Du siehst mir doch ähnlich. Stimmt, ihr seid gleich groß. Wehe, du lügst. Keine Sorge, Chase, ich behalte... Alle Lego-Figuren sind gleich groß, aber Kopf hoch. Ich habe auch noch eine ganze Menge offener Fragen. Oh, nein. Wow, ist das etwa Heidelberg-Granatapfeleis? Wow, das Zeug schmeckt super. Wow, das geht direkt auf die Hüften. Habt ihr auch noch Sahne dazu? Oh Mann, wie geil. Ey, das ist bisher das beste Level gewesen. Wirklich, können wir nochmal sowas machen? Ach Mann, schade, leider nicht 100% gemacht. Leider auch nicht Lego 100, aber gute Prozente gesagt. Wir hätten die fast geschafft. Geschichte fortsetzen. So. Jetzt kriegen wir einen Anruf. Ellie, du kannst dem Chief sagen, dass Rex schon meinen Atem im Nacken spürt. Oh, das freut mich für euch. Frank? Ja, ich passe für Ellie auf den Beweisschrank auf. Du magst Rex, das ist ein Fehler. Also was? Nein, ich wollte sagen, dass ich kurz vor der Verhaftung stehe. Ich weiß jetzt, wo seine Gang heute Nacht unterwegs sein wird. Und wo ist das? Auf der Baustelle bei Paradise Sands. Ich kenne den Vorarbeiter da, Albert cool. Spindelrouter. Er hat mein Haus wieder aufgebaut, nachdem ich es bei einem Umgestaltungsversuch hochgejagt habe. Ja, zum Glück ist er reich. Sollte man lieber in Ruhe lassen. Zum Glück ist er reich. Okay, wie auch immer. Ich gebe mich für einen von Rex Leuten aus. Sag das Ellie. Wird gemacht! Und bevor die Folge endet, bringen wir nochmal schnell eins der Schweinchen zu Farmer Jenkins. Heißt er Farmer Jenkins? Ich hoffe es. Hier kommen wir jetzt nicht lang, müssen wir aber hier lang reiten. Und auf jeden Fall, ey, Chase und Vinny sind ja richtige Folterer. Ich wusste gar nicht, wie aggressiv die sind zu anderen. Die haben die ja richtig mit Eis gefoltert. Also ich glaube, diese Methode sollte schon mal verboten werden. Also fand ich jetzt nicht so akkurat von Chase. Ist hier nicht die Kanone? Ja, hier. Reinladen. Es tut mir leid, Herr Schweinchen. Oder wie jemand anderen sagen würde, Edgar. Oder nee, das ist ein Schmetgar. Wer das nicht mehr kennt, guckt Minecraft Freedom. Oder Minecraft Galaxy. Sehen wir jetzt auch, wie es wegfliegt? Oh, jetzt. Eins von 22 Schweinen haben wir zurückgebracht. Noch ein goldener Stein hinterher. Und ja. Hiermit würde ich sagen, das war's von dieser klitzekleinen Folge von Lego City Undercover. In diesem Part haben wir kennengelernt, was Chase für ein psychischer Mensch sein kann, also wie gemein und psychisch labil er manchmal ist und wie wenig grausam sein kann. Und auf jeden Fall gehen wir nächstes Mal auf die Baustelle von Paradise Palms und werden vielleicht endlich unsere letzte Fähigkeit bekommen und auch vielleicht schon Chase, Rex Fury an Ding und festnehmen, dass er endlich mal hinter Gittern ist und uns nicht mehr stört. Und wenn euch so eine Parts gefallen, schaut gerne mal in der Bio-Beschreibung rein. Da ist eine kleine Playlist drin. Und auch so eine Podi-Werbung sowie ein Like da und ein Abo und unterstützt uns damit. Vielen Dank fürs Zuschauen.